Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte Fall natürlich mal wieder an diesem sonnigen Tag heute. Ja, bereiten wir uns vor auf das sonntägige Spiel zwischen unserem SK Sturm und dem Wolfsberger AC. Also, es geht weiter in der Meistergruppe, zuletzt eben der Rückschlag in Salzburg, der glaube ich jetzt schon langsam ein bisschen verdaut werden sollte. Die erste Halbzeit war ja wirklich jetzt auch nicht ganz hoffnungslos. Von dem her, ja, braucht man da gar nicht zu lange dran hängen bleiben. Auf jeden Fall ist das Duell gegen den WRC ein sehr, sehr wichtiges in der Tabelle. Da ist man nämlich ziemlich eng beieinander. Ein einziger Punkt trennt uns von den Wolfsbergern. Mit einem Sieg könnte man wieder einen großen Schritt Richtung Platz 3 eben einnehmen oder machen. Und natürlich ist das Ziel klar ein Heimsieg. Die Bilanz ist auch nicht die allerschlechteste. Der WRC ist ja quasi einer der wenigen Lieblingsgegner, die es gibt für unsere Blackies. Also auswärts gab es ein 1:1. Damals ja noch in der Hinrunde eben im Herbst mit Schmerböck als Torschützen und zu Hause ein recht souveränes 3:0 für unsere Blackies. Also von dem her ist der Wolfsberg AC für uns auf jeden Fall schlagbar. Die haben sich insgesamt ja trotzdem so ein bisschen schwer getan, eigentlich so in dieser Meistergruppe. Es ist aber sowieso, muss man sagen, sehr eng alles beieinander. Also es gibt für mich da kaum klare Favoriten, auch abgesehen von den Salzburgern jetzt in den Duellen. Deswegen alles so ein bisschen auf 50-50. Zu Hause gegen Wolfsberg sind wir sicher der Favorit, also davon gehe ich aus. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir das packen werden, dass wir den WRC zu Hause schlagen. Das St. Pölten-Spiel ist, glaube ich, auch mittlerweile abgehakt. So eine Leistung wird es, denke ich, nicht so schnell wieder, hoffentlich halt, so schnell nicht wieder zu sehen geben. Und ja, ich glaube, von der Qualität her sieht es ja einfach gut aus bei uns. Also wir haben ja jetzt auch keine Mannschaft, die jetzt überhaupt nicht kicken kann. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn es die ein oder andere Baustelle, so wie eigentlich jede Saison, auf der einen oder anderen Position gibt. Auf jeden Fall sieht es personell auch nicht so schlecht aus bei unseren Jungs. Da ist, glaube ich, Otto Kitaischwili der einzige Wackelkandidat so wirklich für das sonntägige Heimspiel. Alle anderen sollten fit sein und einsatzbereit. Ja, wie das mit den Stürmern aussieht, ist wieder so die Frage. Beginnt wieder Krozurek, bekommt diesmal ein anderer die Chance. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte im Moment die Entscheidung nicht treffen. Das ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so wie beim Kartenspielen am Schluss, ja, musst du halt ein bisschen Glück dann auch haben, dass der, den du aufstellst, der dann eben auch sticht. Ah, schönes Wortspiel, aber auf jeden Fall, ja, geht es eben darum, ja, dass einer endlich mal den Abschluss findet. Also wir haben ja Hosina, Pink Jakubovic und eben Grozurek und natürlich Ese, den hätte ich da jetzt fast vergessen, also Emeka Freude Ese, der ja auch schon mit seiner Form wieder zu kämpfen hat. Also da bin ich gespannt, wer am Ende auf dem Platz stehen wird. Möglich ist definitiv alles, das Wetter sollte vielversprechend sein und ich glaube auch von der Kulisse wird es wohl nicht ganz so wenig werden. Es wird ja auch darauf spekuliert schon, dass das letzte Spiel, das ist ja in Wolfsberg beim WRC, eventuell nicht eben in Wolfsberg stattfindet, sondern eben ins Wörthersee-Stadion, also nach Klagenfurt, verlegt werden könnte. Also von dem gibt es da vielleicht ein Wiedersehen mit sogar noch ein bisschen mehr Zuschauerantrag oder zumindest vergleichbar wie am Sonntag. Also ich hoffe, die Kulisse passt, das Wetter passt, die Stimmung passt und die Mannschaft passt, die Einstellung sowieso. Und dann ja, steht einem Heimsieg gegen den WRC, glaube ich, nichts im Wege, außer die Wolfsberger selber. Aber da muss man eben seine Leistung abrufen, dann ist alles drinnen. Von dem her war es das dann schon wieder von mir. Bevor ich mich verabschiede, schreibt mir in die Kommentare, was ihr zum Spiel sagt am Sonntag. Schlagen wir den WRC, finden wir wieder in die Erfolgsspur oder wird es der nächste Rückschlag für unsere Blackies? Müssen wir weiterhin rumzittern. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und es wird noch genug zum Diskutieren geben. Von dem her, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie geht das Ganze aus. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der LANZ TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich, Gamer Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.